So, ich muss jetzt irgendwie. Ah, da ist einer direkt hinter der Tür. Das ist mies. Den muss ich eigentlich dann durch Zielfeuern eliminieren. Geht gar nicht anders. So. Ach so. Ach so, ja. So und dann zack. Schnell, 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 schnell. So. Ach so, ja, wegstecken. Was hat der denn für ein Problem? Hi, Baby. Ich war gerade bei Dom. Er sagt, wenn ich seine Freunde nicht unterhalte, schickt er mich hey, nach Hawaii. Hey, hör zu. Du musst seine Freunde nur unterhalten. Sie dürfen nicht denken, dass du So. Ich habe ein paar Jungs zu diesem Birdie geschickt. Wenn er für Hitman arbeitet, müssen wir ihm schleunigst die Flügel stutzen. Ruf zurück, wenn du weißt, wo das Mädchen ist. Dexter wittert ein Vermögen und ich will meinen Anteil. Bis bald, alter Junge. Sie hatten recht. Dom hat Victoria gesucht, aber ich war rechtzeitig bei ihm. Gut für Sie, Kumpel. Respekt. Er war auch hinter Ihnen her. Jemand kommt zu Ihnen. Ein Typ namens Wade. Der Kerl ist verrückter als eine Kanalratte. Sie müssen sofort herkommen, verstanden? Die Scheiße geht komplett nach hinten los. Das wird übel, Mann. Ich rufe Sie wieder an. Ach, wenn das nicht mal die Polizei ist. Ja, nicht, ob euch das klar ist, aber das ist einer der besten Jobs für junge Studentinnen, um sich das College zu finanzieren. Und ich unterstütze das. Es ist eine gute Sache, wisst ihr? Ja, genau wie ein Kellnerinnenjob. Und das ist ehrliche Arbeit. Ach komm schon, das ist ein scheiß Job. Wem bieten wir was? Hey! Verdammt. Das war definitiv die falsche Richtung. Hey! Hey! Okay. Ich leg ihn jetzt Handschellen an. Wehe, sie be... Scheiße! Sie müssen so. Das nicht tun! Ab die Blutung! Drück auf die Bombe! Er ist dahin! Zentrale, wir haben
Ja. Habe ich gemerkt. Zentrale, hier gab es einen Toten. So. Kann ich hier... Ah. Ja, ja, kümmert ihr euch da unten. So. Jetzt gehen wir woanders hin. Nein, das war der falsche Augenblick. Zentrale, hier stimmt was nicht. Ah, okay, so geht's auch. Mist. So. Keine Spur von ihm. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss der Sache nach. Ich melde mich wieder. Wir müssen den Kerl finden. Wie immer ist natürlich einer da, da geblieben. Ja, mach das. Schnell. Ist da jemand? Hallo? Nein. Ich bin Polizist und ich werde Sie verhaften, egal wer Sie sind. Hören Sie? So. Was ist denn jetzt los? Wo ist er? Wo zum Teufel steckt der Kerl? Gebäude verlassen. Birdie, ich bin unterwegs nach Chinatown. Passen Sie gut auf sich auf. Ach ja, das sagt sich so leicht. Mann, dieser Wade, der soll doch jeden zum Reden bringen. Und wir wissen beide, dass ich eine Menge zu sagen habe. Also beeilen Sie sich. Bleiben Sie einfach ruhig. Okay, Level ist noch nicht vorbei. Ich würde eigentlich gerne da über das Brett. Ah. So. Wieder an die Kante. So. Dann hier wohl runter. Ich musste sowieso pinkeln. Zum dritten Mal. Sag dir was, Junge.
Wird bloß nicht alt. Ist scheiße für die Prostata. So. Ich bin der Lefaster Jan. Da bist du ein Idiot. Ich sage immer, lebe mittelschnell und stirb im mittleren Alter. Haben Sie eine Lizenz? Ja, natürlich haben wir die. Wir haben eine Genehmigung der Feuerwehr von Chicago. Wenn es da drin auch nur einen einzigen Fall. Hey, haben Sie in den letzten Stunden einen großen Mann gesehen? Sie sah aus wie ein Penner. Ich mache hier nur mal. Nein, tut mir leid. Wir haben da hinten eine Menge Bums. Geben Sie einem von uns Bescheid. Haben Sie verstanden? Vielleicht hat er schwer gearbeitet. Das rede ich. Nein, so jemanden habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Ich war nur hier, um Szechuan-Pfeffer zu kaufen. Das kann nicht es sein. Es ist doch nur Pfeffer. Ich mache hier nur meinen Job. Sie haben da hinten eine Menge Bums. Aber wenn Sie einen Mann sehen, auf den diese Beschreibung passt... Hey, haben Sie in den letzten Stunden einen großen Mann gesehen? Sah aus wie ein Penner. Nein, tut mir leid, Officer. Also der Kerl ist weiß um die 40. Abgetragener Anzug. Könnte geblutet haben oder gehumpelt oder... Vielleicht hat er schwer geatmet. Nein, so jemanden habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Ich war nur hier, um Szechuan-Pfeffer zu kaufen. Es ist doch nur Pfeffer. Bitte lassen Sie mich einfach gehen. Seien Sie still, okay? Es tut mir leid, Sir. Aber wir müssen ja alles abgeben. Wir suchen nach einem extrem gefährlichen Mann. Verstehen Sie? Ich bin kein gefährlicher Mann. Ich wollte nur Szechuan-Pfeffer. Meine Freundin wollte Szechuan-Pfeffer. Wir wollten einfach irgendwas danke. Kaufen. Danke. Kommen Sie nicht... nicht mal nee. Auf die Beschreibung aber ich bin nicht interessiert. Suchen. Ach, bitte lassen Sie mich einfach hier raus. Lassen Sie mich nach meinem Pfeffer gehen. Raus. Naja, es läuft alles wie immer. Die wissen gar nichts und wir sollten dafür sorgen, raus dass es hier, so bleibt. Verdammt. Okay? Nuckel an deiner Bombe oder woran du sonst so... gar nichts. Das liegt daran, dass du irgendwie nicht am richtigen Ort bist. Ich bin kein Vollidiot, okay? Wenn ich am richtigen Ort suchen würde, könnten wir nach Hause gehen. Ich sage nur, dass ich nichts sehe. Irgendwas muss hier sein. Verdammt, hör gefälligst auf, so zu reden. Das ist nun mal meine Stimme. Ich kann's nicht ändern. Alles okay, Michi? Weißt du was? Wir hätten den Vogelmann fragen sollen. Er hätte vielleicht was gewusst. Das hätte er auch nicht getan. Beide, dass das hier nach Feiju. Du glaubst nicht, wie sehr ich diesen fetten Bastard einbuchten will.
Mist, die sind hier. Drei von Wades Jungs. Sie reden mit den Leuten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mich finden. Sie müssen mich hier rausholen. Bitte, in ihrem eigenen Interesse. Birdie, ganz ruhig. Ich bin gleich da. Machen Sie nichts Dummes. Ich werde das regeln. Weiter. Wir sehen uns dann. Tschüss.